Die Fliegerei war ja schon immer ein Thema, über das man in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge diskutieren kann. Neben der Frage nach einem umweltbewussten Fliegen, über das wir gerne auch mal ausführlicher in irgendeinem anderen Video sprechen können, war da auch immer wieder das extreme Wachstum der Low-Cost-Fluggesellschaften ein Thema. Und das damit einhergehende Zusammenstreichen vom Service am Boden in der Luft, bei so gut wie allen Fluggesellschaften auf Kurz-, Mittel- und Langstrecke vollkommen egal, nur um diese Fluggesellschaften krampfhaft irgendwie im Gewinnbereich halten zu können und trotzdem die Ticketpreise immer weiter nach unten schrauben zu können. Gerade im letzten Sommer, im Jahr 2018, war das hier auf den innereuropäischen Verbindungen mal wieder ein richtig großes Thema, weil es endlich mal sehr, sehr vielen Leuten glücklicherweise richtig auf die Nerven gegangen ist, was da passiert. Ja, aber auch auf der Langstrecke bei vermeintlichen traditionsreichen Fluggesellschaften ist das durchaus ein Trend, den man da beobachten kann. Und umso schöner ist es, wenn sich jetzt jemand findet, der endlich mal wieder in die andere Richtung rudert. Und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, etwas spontanen und schnellen Video zwischendurch. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich weiß, dass sehr, sehr viele von euch diese kleinen Sitzabstände, diese gefühlte Massenabfertigung und das Bezahlen für einfach alles in der Economy Class auf dem nächsten Urlaubsflug, dass das viele wirklich nicht ausstehen können. Und dass Delta Airlines jetzt auf ihren Langstrecken ab 6,5 Stunden ihr Economy Class Service Konzept überarbeitet, hin zu mehr Service, zu verbessertem Service, das ist jetzt auch kein revolutionärer Umbruch in der Passagierfliegerei. Aber es ist ein Gedanke oder zumindest ein Gedankengang, ein Ansatz, den man sich durchaus mal anschauen kann. Delta Airlines, eine der größten Fluggesellschaften der Welt, muss sich gerade auf den Langstrecken hier im deutschsprachigen Raum durchaus ein etwas eingestaubtes Image gefallen lassen. Bis zu 29 Jahre alte Boeing 767-300 werden auf den Strecken eingesetzt. Dazu Flugbegleiter, die doch eigentlich immer mindestens doppelt so alt sind. Dazu sind die auch noch langweilig und unmotiviert. Dazu ein Service, der unspektakulärer gar nicht sein könnte und jeglichen Charme verloren hat. Und somit reduziert sich die Anzahl an Argumenten für diese Fluggesellschaft auf die ein oder andere interessante Verbindung, beispielsweise vom Flughafen Stuttgart aus oder sowas. Aber sonst bleibt da nicht mehr wahnsinnig viel Positives übrig. Beziehungsweise, um es nicht ganz so radikal zu sagen, es gibt nichts, was diese Fluggesellschaft besonders macht. Die sind einfach so wie alle anderen auch. Natürlich ist das jetzt ein gutes Stück übertrieben. Also bei denen muss es nicht immer langweilig an Bord sein und die haben auch bestimmt eine ganze Menge motivierte Flugbegleiter. Man liest im Internet durchaus auch gute Bewertungen, positive Bewertungen zur Delta Airlines Langstrecke hier aus Deutschland heraus. Also keine Sorge, nicht, dass sich da jetzt jemand persönlich angegriffen fühlt. Aber dieses etwas angestaubte Image, das haben die durchaus trotzdem. So, und auch vom A350, von einem Flugzeug, das bei Delta Airlines auch mit der Ausstattung ein neues Kapitel in die Fluggesellschaft gebracht hat. Davon konnten die Frankfurter beispielsweise auch nur einen kurzen Zeitraum profitieren, soweit ich weiß. Und auch, dass Delta Airlines zu den wenigen Fluggesellschaften gehört, die auf dem A220, auf einem ihrer neuesten Flugzeuge, auf der Toilette sogar ein Fenster haben, davon haben wir jetzt hier auch nicht so wahnsinnig viel. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Also Economy Class Service sei jetzt bei vielen Fluggesellschaften, auch traditionsreichen Fluggesellschaften auf der Langstrecke in den letzten Jahren so aus, dass einige Getränke zu den Servicezeiten und ein bisschen liebloses Essen, das war alles noch im Preis mit drin. Aber alles, was dann dazu kam, alles an kleinen Annehmlichkeiten, die glücklicherweise die Fähigkeit besitzen, vielen Passagieren schnell mal ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, die hat man nicht an allen, aber an vielen Stellen einfach mal weggestrichen. Mit ihrem neuen Servicekonzept schwimmt Delta Airlines jetzt ein gutes Stück gegen den Strom und das ist wirklich eine schöne Sache. Delta Airlines hebt sich damit positiv von der Konkurrenz, vor allem aber von der Konkurrenz im eigenen Land, von der amerikanischen Konkurrenz, von den anderen amerikanischen Fluggesellschaften ab. Gäste der Delta Airlines Economy Class werden beispielsweise mit dem neuen Servicekonzept, also ab November, im Flughafengebäude am Gate vor dem Einsteigen schon vom Purser, also vom Kabinenchef des heutigen Fluges, begrüßt. Und das ist schon mal ein netter Start in den ganzen Tag. Nach dem Abheben gibt es dann einen sogenannten Welcome Drink. Einfach für jeden, der ihn haben möchte, kostenlos. Einen alkoholischen Welcome Drink, einfach einen Cocktail. Danach kommt dann ein von den Flugbegleitern ausgegebenes, warmes, nicht in Plastik verpacktes Erfrischungstuch. Und auch das ist eine Sache, die in der Economy Class lange Zeit Standard war oder auch heute bei vielen Fluggesellschaften noch immer Standard ist, bei amerikanischen Airlines aber schnell mal weggestrichen wurde. Daraufhin folgt bei Delta Airlines ab November dann eine verbesserte Speisekarte, die vor allem erst einmal mehr Auswahl für die Economy Class Passagiere bieten soll, obwohl das nie wirklich schlecht war bei Delta Airlines. Also die hatten nie nur ein warmes Gericht in der Economy Class.
Aber die Art und Weise, wie das Ganze jetzt präsentiert werden soll und letztendlich auch das, was dann bei dem Passagier auf dem Tisch steht, das soll sich deutlich verbessern. Es soll eine größere, bessere Hauptspeise geben mit einer klar abgegrenzten Vorspeise. Das kommt dann auf einem Tablett. Und dann, ganz wichtig, obwohl sich das total unwichtig anhört, aber es macht einen großen Unterschied, ganz sicher, danach gibt es dann in der Economy Class das Dessert separat. Also die Flugbegleiter sammeln die Tabletts mit Hauptspeise und Vorspeise wieder ein. Dann ist eine kurze Pause und dann gibt es das Dessert hinten dran. Das ist eine vernünftige Sache, die so ein bisschen Restaurant-Flair in das Ganze reinbringen soll. Ob das funktioniert, okay, das muss man sich dann anschauen, aber ich glaube, das macht durchaus etwas aus. Dazu gibt es beim Dessert selbstverständlich Kaffee, Tee oder das, was man da eben trinken möchte, und auch Wein ist bei Delta Airlines kostenlos. Ja, und danach gibt es natürlich wieder ein von Flugbegleitern ausgegebenes, ich sage es gerne dazu, weil es bei vielen Airlines nicht so ist, ein von Flugbegleitern ausgegebenes warmes Tuch, und dann gibt es noch Schokolade zum Aussteigen, und das hört sich doch erstmal schwer in Ordnung an. Und dazu nur noch kurz ein paar Worte. Ich weiß, dass viele von euch irgendeine bestimmte Fluggesellschaft als Lieblingsfluggesellschaft wirklich heiß und innig lieben und dass sie die eben von mir angesprochenen Punkte, also das neue Service-Konzept der Delta Airlines in der Economy Class, dass das da absoluter Standard ist, gerade bei vielen asiatischen Fluggesellschaften, die gerne auch mal 2-3 Flugbegleiter mehr mitnehmen, als sie eigentlich aus sicherheitstechnischen Gründen machen müssten, einfach weil sie es können. Da sind solche Punkte schon seit Jahren absoluter Standard und da ist das vollkommen normal, dass dort heiße Tücher ausgegeben werden oder dass das Dessert separat kommt oder irgendwie sowas. Und ich weiß auch, dass Delta Airlines jetzt mit diesem neuen Servicekonzept ab November, das ist nicht so revolutionär, als dass man da jetzt die amerikanische Passagierfliegerei wieder zurück in den Luxus der 60er Jahre schieben würde, auf gar keinen Fall. Es geht hier vielmehr darum, dass eine der großen amerikanischen Fluggesellschaften, die vor 10 Jahren in der Konsolidierung mit zu den ersten gehört haben, die gewisse Servicepunkte einfach mal auch auf der Langstrecke einfach mal verbrannt haben, einfach mal rausgenommen haben, dass die jetzt die Entscheidung treffen, ein kleines Team an Flugbegleitern zusammenzusetzen, die sich in erster Linie, ganz wichtig, die sich in erster Linie um die Passagiere kümmern sollen. Die sich darum kümmern sollen, wie man einem Passagier kleine, aber wirklich aussagekräftige Annehmlichkeiten wieder an die Hand geben kann. Und dass das jetzt nicht in einer Kostenexplosion endet, da gucken jetzt sicherlich nochmal andere Leute drauf. Aber nichtsdestotrotz hat man diesem Team an Flugbegleitern, bei Delta Airlines jetzt bestehend aus 24 Leuten, dem hat man einfach schon mal gewisse Freiheiten gegeben, die sie haben, um das Ganze einfach zu verbessern. Und das ist auf jeden Fall ein lobenswerter Ansatz. Dass Fluggesellschaften wie die Lufthansa auch in der Economy Class auf der Langstrecke kein Aperitif, aber dafür ein Digestif bieten oder dass andere Fluggesellschaften nur so mit Erfrischungstüchern um sich werfen, das ist ja alles schön und gut. Aber der Gedanke, dass hier eine amerikanische Fluggesellschaft ihren Passagieren beim nächsten Mal einfach mehr bieten möchte als beim letzten Mal, das kann sehr motivierend sein für die Flugbegleiter, ist aber auch für die Passagiere, denen das ganze Low-Cost-Ding jetzt in den letzten Jahren echt so ein bisschen auf die Nerven ging, einfach mal eine richtig angenehme Entwicklung. Und schauen wir einfach mal, ob da jetzt andere Fluggesellschaften in naher Zukunft nachziehen, ob die das genauso machen und einfach mal wieder einen Schritt in die andere Richtung gehen. Und dann bin ich natürlich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Sagt ihr, wir befinden uns im Jahr 2019, das muss alles so individuell wie möglich sein. Ich möchte so wenig wie möglich für das eigentliche Ticket bezahlen und mir jegliche Zusatzleistung dann so, wie ich sie brauche, dazu buchen. Oder sagt ihr, ich nehme das durchaus in Kauf, einfach mal ein bisschen mehr wieder zu zahlen. Das ist schon durchaus in Ordnung so, aber dafür möchte ich halt eben so kleine Annehmlichkeiten einfach wieder haben, dass ich mich da hinsetzen kann, 10 Stunden auf so einem Stuhl im Flugzeug, und das fühlt sich alles okay an. Das Essen schmeckt in Ordnung, die Flugbegleiter sind nett und geben auch einfach mal kostenlos irgendwas raus, ohne dass ich immer aufstehen muss, mein Portemonnaie irgendwo rausholen muss und für alles bezahlen muss. Ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung, und dann soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns wieder bei einem ganz normalen Video von zu Hause wieder. Ich war jetzt ein paar Tage unterwegs, aber dazu erzähle ich dann die Tage nochmal ein bisschen mehr, und dann, ja, lasst es euch gut gehen. Bis morgen. Tschüss.